Warum ist Dankbarkeit wichtig? Was löst überhaupt Dankbarkeit aus? Und was noch viel wichtiger ist, was ist Dankbarkeit nicht? Und welche drei Wege zur wahrhaften Dankbarkeit führen? All das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Hallo, ich bin Elena und auch ich habe seit Kindesbeinen an gelernt, Danke zu sagen, wenn ich etwas bekomme. Und das kennst du vielleicht auch. Und vielleicht bringst du es deinen Kindern, wenn du welche hast, auch bei, dass sie immer schön Danke sagen sollen, wenn sie etwas erhalten. Aber ist das wirklich Dankbarkeit? Hat das wirklich etwas mit der wahrhaften Dankbarkeit zu tun? Und was löst wirklich diese wahre Dankbarkeit, die vom Herzen herkommt, aus? Als erstes möchte ich dir mal erklären, dass Danke sagen und Bitte sagen etwas Antrainiertes ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal Kinder gesehen hast und wenn die sich freuen, dann ist ihr Danke nicht durch das Wort sagen, aussprechen, Danke, da, sondern sie haben ein Funkeln in den Augen. Das ist wahrhaftige Dankbarkeit. Und da bedarf es keine weiteren Worte, sondern wahrhaftige Dankbarkeit ist ein Gefühl, ist eine Energie, die ausstrahlt. Und vielleicht hast du das bei dir auch schon mal erlebt oder sogar schon bei deinen Kindern. Es bedarf kein Danke extra noch hinzu, wenn das Kind über den ganzen Körper hin strahlt. Mehr Dankbarkeit kann man doch gar nicht sein, oder? Und jetzt ist eben auch die Frage, was löst wirklich Dankbarkeit aus? Das ist diese tief empfundene Freude für etwas. Und wie kannst du jetzt diese Dankbarkeit in deinem Leben, in deinem Alltag, jeden Tag empfinden? Zum Beispiel, wenn du dich dankbar dafür schätzt, dass du eine Lieblingstasse hast und in diese Lieblingstasse jeden Morgen deinen geliebten Kaffee trinkst. Und das reicht schon. Alleine dieses Gefühl der Dankbarkeit, die so echt ist und so wahrhaftig, wie kein einziges Wort mit Danke das jemals ausdrücken kann. Das heißt also, schau dich in deinem Alltag um, schau dich in deiner Umgebung um und finde Sachen, wo du sagst, hey, eigentlich bin ich sehr dankbar dafür, dass ich jeden Morgen diese Tasse habe. Ja, vielleicht hast du sie von einem geliebten Menschen bekommen, vielleicht hast du sie dir irgendwann mal als Erinnerungsstück aus einem Urlaub mitgebracht. Und du benutzt sie jeden Tag, eigentlich selbstverständlich. Und wenn du jetzt da diese Dankbarkeit mit hineinfühlst und hineinbringst, dann öffnet sich doch dein Herz, dann fühlst du dich doch gleich schon besser. Und schau mal dich wirklich um, welche Dinge dich glücklich machen, denn Dankbarkeit hat oft auch was mit glücklich machen zu tun. Schau einfach, was macht dich wirklich glücklich und gleichzeitig auch dankbar. Und wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, in meinem Buch Mit Erfolg klopfen, erfährst du genau, was du tun kannst, um alles das, was dich daran hindert, dankbar zu sein oder dieses Gefühl, nicht nur das Gefühl der Dankbarkeit, auch des Glücklichseins, der Zufriedenheit, alle Gefühlswelten, die du erlebst, wie du die verändern kannst. Das findest du in meinem Buch und den Link findest du in der Videobeschreibung. Und kommen wir jetzt nochmal zurück zu der Dankbarkeit. Was löst Dankbarkeit wirklich aus? Dankbarkeit ist doch auch ein Gefühl der Freude, des Berührtseins. Ja. Und das ist etwas, und es wird dich jetzt überraschen. Ich komme jetzt zu dem Punkt, was Dankbarkeit nicht ist.
Und bevor ich das mache, warum ist Dankbarkeit so wichtig? Ich sage es noch einmal. Weil es dich glücklich macht. Und was löst die Dankbarkeit in dir aus? Schau dich in deiner Umgebung um. Schau dich in deinem Alltag um. Schau dich in deinem Haushalt um. Vielleicht hast du eine Lieblingshose, irgendein Stück, wofür du glücklich und dankbar bist. Und dann geht dir auch dein Herz auf. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich was Dankbarkeit auf gar keinen Fall ist. Und diesen Unterschied, der ist wichtig für dich, dass du das wirklich erkennst und diesen Weg auch gehst. Dankbarkeit ist kein Konzept. Dankbarkeit kann man nicht lernen. Es tut mir leid. Nein, du kannst Dankbarkeit nicht lernen. Du kannst es auch nicht üben. Du kannst üben, immer Danke zu sagen. Aber immer Danke sagen bedeutet doch nicht gleichzeitig, dass du auch Dankbarkeit empfindest. Denn Dankbarkeit ist ein Gefühl. Und wie oft bist du gar nicht dankbar für Dinge, die du bekommst? Weder zu Weihnachten noch zum Geburtstag, Muttertag, Vatertag oder sonst irgendwann. Dankbarkeit ist ein Gefühl. Und wenn du das nicht empfindest, dann bist du nicht dankbar. Und ich möchte dich einladen dazu, dass du ehrlich zu dir selber bist und sagst, hey, nee, ich fühle mich jetzt gerade nicht dankbar. Ich sage danke. Ja. Das heißt aber nicht gleich, dass ich mich dankbar fühle für etwas, was ich gar nicht haben will oder nicht leiden kann. Oder ablehne. Und diese Ehrlichkeit ist so, so elementar, dass es so wichtig ist, dass du zu dir selbst stehst. Und wenn du für dich herausgefunden hast, dass Dankbarkeit etwas anderes ist, als Danke zu sagen und viel, viel tiefer, dann bist du weit, weit vorne in deiner Veränderung, in deiner Persönlichkeitsentwicklung und auch in deiner Herzöffnung. Und wie oft nehmen wir Dinge für selbstverständlich und haben dieses Gefühl der Dankbarkeit nicht. Und wenn du diese drei Wege gehst, wenn du wirklich diese drei Wege gehst für dich, dann ist wahrhaftige Dankbarkeit für dich wirklich möglich. Mhm.